Hallöchen, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ich bin in Hamburg im Hotel, und zwar im Intercity Hotel am Hauptbahnhof. Aufgrund der günstigen Verkehrsanbindung habe ich dieses Hotel gewählt und werde mit euch gleich über den Hamburger Sommerdom gehen. Es ist super Wetter, die Sonne scheint, ein paar Wolken am Himmel, bestes Wetter, um eine Kirmes zu besuchen, und die Hamburger lechzen förmlich nach ihrem Dom, der ja das letzte Mal im Winter 2019 stattgefunden hat. Aufgrund der Corona-Pandemie musste er ja seitdem ausfallen. Und jetzt ist wieder Dom, und ich bin gespannt, was da los ist. Und wir schauen mal, ich nehme euch mit, nach dem Intro geht's los. Starten tun wir am Eingang Feldstraße. Das ist der Eingang zwischen dem ehemaligen Bunker und dem Millantor-Stadion. Wie ihr seht, wird der Bunker gerade saniert. Es entstehen dort Wohnungen. Ob die bezahlbar sind, man weiß es nicht. Hallo, aufstehen da.
Der Sommerdom ist ein Pop-up-Freizeitpark. Man muss kostenlos über das Internet ein Zeitfenster buchen und darf dann 3 Stunden auf dem Gelände bleiben. Zum Sicherheitskonzept gehört auch, dass man auf dem gesamten Heiligen Geistfeld die 3Gs benötigt. Man muss geimpft, getestet oder genesen sein. Ohne diesen Nachweis erhält man keinen Einlass. Das Gelände ist komplett eingezäunt. Es gibt 3 Eingänge. In der Feldstraße, St. Pauli, an den Messehallen und es gibt separate Ausgänge. Und es gilt eine Einbahnstraßenregelung. Hier ist der Oberbrecher, hier ist Hamburg, Freunde. Noch ein letztes Mal. Und dann wieder tut die komplett hin. Meine Spaghetti Carbonara. MSC. Und jetzt geht's los, Freunde. Wir sind doch hier nicht bei Aldi. Immer schön lächerlich, so verkrampft. 20% bei Praktika. My heart is a ghost town. Now put your hands up for the toys. My heart is a ghost town. Maske nach oben. Bonjour. Das gilt für alle gleich hier. Es geht los. Jawohl, ja. Freunde, wie sieht's aus hier zur Zeit? Hallöchen, let's go! Auf dem gesamten Gelände gilt die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen sind Gastronomiebetriebe, wo man die Maske am Tisch abnehmen darf. In den Gastrobetrieben muss man sich mit seinem Ticket einchecken. Thank you.
Die Hygienemaßnahmen sind in ganz Hamburg sehr streng. Aber wenn man durch Hamburg läuft, weiß man auch warum. Denn es ist einfach überall voll. Hamburg ist eben eine Touristenhochburg. Auch in Hamburg sind mehr oder weniger nur lokale Schausteller bzw. Stammbeschicker vertreten. Das ergibt Sinn, denn man will ja die einheimischen Betriebe unterstützen. Die Schaustellerbranche war ja sehr hart von der Pandemie betroffen. Einige haben im Dezember 2019 zum letzten Mal Geld verdient. Herzlich willkommen zurück. Ab der Hohe mit euch.
Es sind auf dem Sommerdom 40 Betriebe weniger vertreten als wie in Nicht-Corona-Zeiten. Das sind vor allem Reihengeschäfte, die sonst in den Eingangswegen, Eingang St. Pauli und Feldstraße, ihren Platz haben, aber auch Abstände zwischen den einzelnen Geschäften sind teilweise größer.
Ganz
ist egal, was Sie gerne mitnehmen möchten. Ja? Bei den folgenden Autoscooter-Aufnahmen handelt es sich um Archivbilder. Ein Besucher war der Meinung, dass er sich nicht filmen lassen muss. Muss er prinzipiell auch nicht. Aber er hat vermutlich vergessen, dass auf solchen Veranstaltungen jeder filmt. Ein Smartphone macht auch wunderschöne HD-Aufnahmen. Ich kenne sogar einige YouTuber, die mit einem Smartphone filmen. Also wer davor Angst hat, der sollte besser gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Yeah.
Normalzeiten findet der Dom dreimal im Jahr statt. Der Frühlingsdom beginnt immer eine Woche vor Ostern. Der Sommerdom immer in der dritten Juliwoche und der Winterdom Anfang November. Die Veranstaltungen gehen jeweils 4 Wochen. Ganz nach oben, da
Man hofft natürlich in diesem Jahr wieder auf den Winterdom und auch auf die Weihnachtsmärkte. Aber das steht alles noch nicht fest, hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Das war's dann auch schon wieder. Es lohnt sich. Besucht den Dom. Unterstützt die Schausteller. Bis zum 29. August habt ihr noch Zeit. Es darf gerne so weitergehen wie am ersten Wochenende. Ich verlasse jetzt den Dom und melde mich dann gleich noch einmal aus dem Hotel. Alle gewinnen können heute Schlag auf Schlag. Auswahl gewinnen heute hier vor.
Ja, ihr Lieben, das war das Video vom Dom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ja mächtig was los da, trotz Beschränkung. Die Leute haben es aber angenommen. Die Hamburger nehmen es besser an als auf anderen Veranstaltungen. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like und noch mehr über ein Abo und die Glocke nicht vergessen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Andreas.